Vulgärlatein. Vulgärlatein ist eine Bezeichnung für die Umgangssprache. Es wird von Menschen aller sozialen Stände genutzt und unterscheidet sich von der Schriftsprache des klassischen Latein. Selbst Cicero redet in Alltagssituationen anders als in offizieller Funktion. Da es natürlich keine Tonaufnahmen gibt, können Rückschlüsse auf das gesprochene Latein nur über die wenigen Schriftzeugnisse gezogen werden. Graffiti aus Pompeji belegen zum Beispiel das Aussterben der Fallendungen, die die Wortbeziehungen im Satz anzeigen. Der Genitiv ist einer der ersten Fälle, die im Vulgärlatein nicht mehr genutzt werden. Als um 500 nach Christus Mauritius verstirbt, lässt seine Frau auf seinem Grabstein eine Inschrift anbringen. Diese zeigt Merkmale des spätantiken Vulgärlateins. Der Gebrauch von Pronomina, also Fürwörtern, ist weniger grammatikalisch präzise als im klassischen Latein. Die Schreibweise der Inschrift lässt auf die Aussprache im mündlichen Lateingebrauch schließen. Bei Vokalen treten Lautwandlungen auf, zum Beispiel vom I zum E. Das Vulgärlatein weist zwar regionale Unterschiede auf, doch die Menschen können sich problemlos verständigen. In der Übergangsphase zwischen Spätantike und Frühmittelalter aber, also circa vom 5. bis 8. Jahrhundert, nimmt der Kontakt zwischen den Regionen ab. Das Vulgärlatein formt so starke regionale Unterschiede aus, dass neue Sprachen entstehen. Zu diesen heute romanisch genannten Sprachen gehören Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, sowie kleinere regionale Ausformungen. Die Animation zeigt, wie sich aus dem klassischen Latein das Vulgärlatein und schließlich die einzelnen romanischen Sprachen entwickeln. Auch die germanischen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch und Englisch, sind stark vom Lateinischen beeinflusst. Der Anteil von Wörtern lateinischen Ursprungs in englischen Texten beträgt zwischen 50% und 70%. Im klassischen Latein wurde der Anfangsbuchstabe dieses Wortes, cella, noch wie K ausgesprochen. In dieser Zeit leitete sich wohl das deutsche Wort Keller vom lateinischen Cella ab. Vom selben lateinischen Wort kommt in späteren Zeiten, in denen man den ersten Buchstaben C ausspricht, das deutsche Zelle. Französische oder englische Fremdwörter im Deutschen stammen ebenfalls zumeist ursprünglich aus dem Lateinischen. Römische Besatzungszeit, sprachliche Einflüsse aus Handel und Handwerk und die Christianisierung hinterlassen ebenfalls ihre Spuren.